Lieber André Blank, ich freue mich, dass du bei mir bist in dem neuen Kanal Lebenswege. Sag mal ein bisschen, was du so bisher gemacht hast und was du bisher machst. So eine Art Eigenvorstellung, bitte. Also was ich gemacht habe jetzt auf meinem Weg, ja, was wichtig ist? Ja, ich schreibe Bücher. Ich habe, oder ganz, oder fangen wir mal am Anfang an, wie das so entstanden ist halt. Ich bin auf den Weg gekommen, wir sind als Kinder makrobiotisch aufgewachsen, vielleicht sagt ihr das was? Ja, natürlich, ja. Makrobiotische Ernährung, damals kannte das fast niemand und wir sind so, man könnte fast sagen, in der Schweiz waren wir wohl eine der ersten Familien, die so Reismilch und Tofu und Miso und diese Produkte in den Reformhäusern gekauft hat. Als Kinder haben wir dann immer auch mit den Eltern mitmeditiert. Das kam ja vom Vater, weil der eine Karateschule hatte und selber Zen-Meditation gemacht hat. Und so bin ich halt, oder ich habe noch zwei Geschwister, so sind wir auf diesem Weg eigentlich schon aufgewachsen. Und mich hat das immer interessiert und dann habe ich über die Jahre auch Ausbildungen gemacht zum Shiatsu-Therapeuten, später dann eine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, weil mich das immer interessiert hat. Und so haben sich auch mit der Zeit ganze Orden voll an Notizen angesammelt. Und so habe ich dann gedacht, ja gut, jetzt schreibe ich mal ein Buch drüber. Und so ist eigentlich mein wichtigstes Buch, dann das welches du erkennst, das Seniologiebuch entstanden. Magst du das mal zeigen, das Ideologiebuch? Ja, kann ich gerne mal zeigen, da. Genau. Ideologie, die detaillierte Lehre von Yin und Yang, das ist ja ein richtiger Schinken. Wie lange hast du dann gesessen? Wir sagen Schunken in der Schweiz. Schunken, ja. Ein Schunken. Ja, das ist eigentlich schwierig zu sagen, weil das eben über die Jahre entstanden ist und die erste Auflage war im 2017, genau, und vorher war das einfach von ich habe noch ganze, ich könnte das sagen, oder glaube ich, nee, du hast es bei Welt im Wandel, hast du das ja mal aufgeschlagen, auf einer der letzten Seiten die Handnotizen, das war früher noch alles von Hand geschrieben. Ja. Wo man von Hand habe ich das, und dann später natürlich alles im Computer erfasst und so weiter. Kannst du sagen, ja, jahrelang habe ich daran gearbeitet. Ja. Siehst du dich in erster Linie als Fitnesstrainer, als Wegbegleiter, als Träger des fünften Dan im Karate und also auch vielleicht als Coach in gewisser Weise? Siehst du dich als Begleiter von Menschen? Du hast ja auch eine Beratungsfirma, nenne ich es mal, vivoterra.com, gegründet. Wie siehst du dich selber, wenn dich jemand fragt, sag doch mal in 2, 3 Sätzen, wie du dich im Moment siehst, was du machst und was du den Menschen anbietest? Also als Fitnesstrainer sehe ich mich eigentlich nicht. Das ist halt etwas, was auch dazugehört, was ich auch mache, wenn das jemand möchte. Ich mache selber gerne Sport. Ich habe schon im Kindergarten mit Judo begonnen, dann mit Aikido, mit Karate und so weiter. Aber ich sehe mich als Wegweiser, als Wegbegleiter eigentlich. Und wie mache ich das? Im Grunde den Menschen zu helfen, ihre eigene Gesundheit und ihre eigenen Selbstheilungskräfte wiederzufinden. Sie gehen ihren Weg selber. Und ich sehe mich eigentlich nicht so gerne, klar ist es nur ein Begriff, als Coach, weil wir kennen viele, die dann einfach Nasenringführer sind und die Leute dorthin führen, wo sie hin sollen. Das mache ich überhaupt nicht so. Ich sage einfach, ich kann dir nur mein Wissen teilen. Du kannst da draus nehmen, was für dich gut ist und den Weg gehst du selber. Also wie du das eigentlich richtig gesagt hast, als Wegbegleiter, als Wegweiser und kann nur meine Erfahrung teilen, mehr nicht. Ja, das ist ja deswegen ganz interessant, weil du ja in einem anderen Gespräch, was wir geführt haben für deinen eigenen Kanal, der wird dann auch unter dem YouTube-Video unter meinem hingewiesen werden, hast du mal gesagt, ganz wichtig ist dir, dass Menschen erkennen, dass sie eigene Verantwortung haben, dass sie selber für Dinge entscheiden müssen
Und zwar sogar dann, wenn Sie im Moment, leider Gott behüte, vielleicht schwer krank sind, wenn Sie unter einer schweren Schicksal leiden, wenn Sie große dramatische Einbrüche in Ihrem Leben gehabt haben, wo man normalerweise ja als Mitbürger denken würde, oh Gott, wir müssen Sie jetzt verhätscheln und wir müssen alles Gute für Sie tun und so weiter, was man natürlich tun will. Du hast aber in den Mittelpunkt gestellt, wenn ich das richtig verstanden habe, und darüber bitte ich dich noch, uns ein bisschen mehr zu sagen, die Eigenverantwortung gleich wie das Leben uns jetzt gerade behandelt. Ja, der Begriff dafür ist mea culpa. Kennst du auch auf Lateinisch oder Spanisch, mea culpa. Meine Schuld, wie ich immer wieder sage, nicht Schuld im juristischen Sinne, sondern Schuld, meine Selbstverantwortung erkennen. Und das ist der erste Schritt überhaupt. Und da ist damit gemeint, wir, egal in welcher Situation wir uns befinden, wir hören oft, Wolfing, ja, jetzt, wenn du in einer schwierigen Situation bist, das war jetzt ein Misserfolg. Und ich sage eben, nein, wir können gar nie Misserfolg haben. Und oft wird dann dieses Misserfolg haben falsch verstanden, weil dann kriegst du Antworten wie, ja, na klar, ja, ein Misserfolg kann auch ein Erfolg sein, weil du daraus lernst. So ist es nicht gemeint, sondern wir können immer nur Erfolg haben. Denn wenn wir, das hast du ja selber auch schon oft gesagt, wenn wir die deutsche Sprache richtig verstehen, die Bedeutung der Worte und nicht nur die Bedeutung der Worte, sondern auch die Wirkung der Worte auf unser Bewusstsein verstehen, Erfolg kommt von erfolgt. Es ist erfolgt. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, ich habe Krebs bekommen, nein, du hast Krebs nicht bekommen wie ein Geschenk von außen, wie eine Lohnerhöhung, ein Kuss, eine Ohrfeige, ein neues Auto, hast du nicht bekommen, sondern selbstverantwortlich nicht von außen, das Außen ist schuld, sondern mea culpa. Du hast die Krebszellen selber gebildet, genauso wie du Muskulatur bildest. Wenn du was dafür tust, dann ist es erfolgt. Wenn du Bewegung, also Sport säst, wirst du Muskeln ernten und so weiter. Wir können nur das sehen, nur das ernten, was wir vorher gesät haben. Und das ist unser Erfolg, immer und in jedem Fall. Deshalb ist mea culpa so wichtig. Das klingt natürlich manchmal für Menschen, oh Gott, aber wenn ich jetzt Krebs habe oder irgendwas anderes, MS, Parkinson, Alzheimer, ja, was kann ich denn da machen? Würdest du sagen, dass auch in diesen sehr schweren, sehr dramatischen, sehr belastenden Fällen doch immer noch ein Stückchen eigenes Bewusstsein, eigene Verantwortung, ich will den Begriff Schuld nicht verwenden, sondern eigene Verantwortung oder eigenes Bewusstsein möglich und nötig ist? Nicht nur ein Stückchen, sondern ich weiß, warum oder wieso du das so fragst. Natürlich, weil das bei den entsprechenden Menschen vielleicht nicht vorhanden ist, dieses Bewusstsein. Und es geht auch nicht, ich sage das immer wieder, ist ganz wichtig zu wissen und zu verstehen, nicht um eine Krankheit oder um einen Menschen oder irgendetwas zu verurteilen. Ich will auch nicht Schuld benutzen, sondern mea culpa, meine Verantwortung. Und wo beginnt das? Natürlich ist es sehr wichtig und das Wichtigste überhaupt ist im Grunde wieder zu lernen, Dankbarkeit zu empfinden für diese Dinge, die wir erfahren. Denn wenn wir keine Dankbarkeit dafür empfinden, was ist das Gegenteil? Wir sind undankbar. Und wie können wir denn undankbar dafür sein, für was uns das Leben schenkt? Das führt nie, ich sag dazu immer, entweder du bist Opferwesen und du jammerst und dann gibt es die sogenannte Jammer-Abwärtsspirale. Mhm. Und wenn du jammerst, bringt dich das nie in die Gesundheit. Das hat noch nie jemanden aufgebaut. Also wenn wir in einer schwierigen Situation sind, natürlich, und das stimmt auch, dass dann von außen Hilfe gewünscht ist. Und das ist doch auch gut, für das sind wir ja da, wir Menschen, dass wir einander helfen können. Aber ich würde das unterscheiden und sagen, da geht es nicht um Mitleid. Denn du kennst den Spruch, kann das dazu sagen, Wolf, du kennst den Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Stimmt.
Kann man doch so sagen, oder nicht? Würdest du auch so sagen? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Nein, würde ich nicht so sagen. Siehst du? Tut mir leid, Entschuldigung. Nein, das ist gut. Geteiltes Leid, sogar doppeltes Leid, weil ich ja eigentlich dem anderen helfen will, wie er trotz schwierigster Umstände auch im Leiden noch einen Hoffnungsschimmer sieht, eine eigene Fähigkeit, eine Ressource, würde man psychologisch sagen, oder spirituell gesehen, wie er eine Verbindung zu Spirit oder Zusammenhören selbst finden könnte. Genau, deshalb habe ich die Frage so gestellt, geteiltes, ich habe das auch im Buch erklärt, die meisten Leute würden sagen, du hast es jetzt gesagt, nein, tut mir leid, weil du es auch so siehst wie ich, geteiltes Leid ist halbes Leid. Könnte man so sagen, ja, aber nur, wenn sich beide Menschen in tiefen, der eine, der im Leid ist, ist in tiefen Frequenzen und dann zieht es den zweiten runter und beide Menschen befinden sich unten im Leid, eben der leidet mit ihm genauso, dann, wie man sagt, wenn zwei einen Kampf in der Scheiße führen, stinken am Schluss beide. Also beides befindet, dann ist es doppeltes Leid. Aber ist es so. Ne? Ja, sicher. Drastische Worte, das ist ja schön, dass du so ganz... Kann man, das versteht jeder. Wir müssen nicht politisch korrekt sein. Wir sagen, wie es ist. Und wenn aber der eine eben nicht mitleidet, sondern, genau wie du es auch erklärt hast, er kann mitfühlen und sagt, ich bleibe hier in den hohen Frequenzen, ich schicke dir die Leiter nach unten, du kannst selber nach oben kommen und wenn der gar keine Selbstheilungskräfte mehr hat, dann kannst du ihm ja auch die Hand geben und ihn hochziehen. Was er dann daraus macht, ist seine Sache. Wobei das mit der Leiter ein ganz schönes Bild ist, denn wir haben in einem anderen Gespräch mal darüber uns unterhalten und da will ich dich fragen, ob du das so als eine Art Lebensaufgabe siehst, dass du sagst, ich habe durch die Ideologie, durch die Lehre, wie Yin und Yang für Gesundheit, für geistiges Wohlbefinden, für die Gesellschaft wirken kann, Einblicke gehabt. Ich habe durch meinen Lebensweg eigene Erfahrungen gemacht. Ich biete also gerne an, dass andere Menschen Hilfe bekommen. Aber das Wichtigste ist, der entscheidende Schritt ist, sie müssen es wollen. Ohne diesen Minischritt wenigstens. Bitte hilf mir oder was kann ich tun oder ich kann jetzt allein nicht, kannst du mir helfen? Also mir scheint, ist das so ein bisschen deine Lebensaufgabe in diesem Stadium deines Lebens, Menschen auf die Notwendigkeit dieses Schrittes hinzuweisen? Kann man so sagen, ja. Natürlich nicht nur auf die Notwendigkeit dieses Schrittes hinweisen, sondern ich sage dann auch wie. Wichtig ist ja, es bringt ja nichts, wenn wir nur kritisieren oder sagen, diese Nahrung ist schlecht, diese Gedanken sind negativ und schlecht und ziehen dich runter. Wir sollten dann auch eine Lösung anbieten können und sagen, wie mache ich es denn jetzt besser? Sonst wirfst du die Leiter runter, aber die hat keine, oder da fehlen dann die Hälfte. Ja? Keine Sprossen, da sind dann keine. Genau, soll ich sagen, keine Sprossen und dann. Ja, da, wie komme ich dann hoch? Also wir müssen dann auch eine Lösung anbieten und sagen, das ist der Weg. Wie kann ich meinen physischen Körper, meine Seele wieder reinigen? Wie kann ich das wieder ins Gleichgewicht bringen? Und die Ideologie ist eben ein, für mich der beste Kompass, um die Naturgesetze und die Ordnung im Universum oder die göttlichen Gesetze zu verstehen. Und weshalb ist es so wichtig? Weil wenn wir in Harmonie mit den Naturgesetzen, wenn wir die verstehen, können wir in Harmonie mit der Natur leben. Und das bedeutet Gesundheit. Und wenn wir die Naturgesetze nicht kennen, dann gelten die genau gleich. Es ist wie wenn du auf einem Fluss mit deinem Boot bist und du kennst diese Gesetze nicht, dann kannst du kentern oder womöglich auch ertrinken. Und wenn du diese Strömungsgesetze kennst, kannst du dich anpassen. Und wenn wir die Naturgesetze missachten oder sogar ignorieren, funktionieren, die tun die trotzdem. Das bedeutet nicht Gesundheit, sondern in den meisten Fällen eben Krankheit. Das versteht jeder. In Harmonie mit der Natur ist Gesundheit und gegen die Natur ist eben Krankheit. Könntest du bei dieser Stelle nochmal dein erstes Buch uns herzeigen? Du hast am Anfang mal mit einem grünen Cover ein Buch gemacht. Du kannst dich auf euch umdrehen, das spielt keine Rolle. Das heißt wie? Die Geheimnisse der Gesundheit für Körper, Seele und Geist. Die Geheimnisse der Gesundheit, das heißt, das ist sozusagen der Vorläufer
dieses dickeren Buches, des Injologiebuches? Nicht der Vorläufer. Hier ist es halt mehr so, die Geheimnisse der Gesundheit. Hier geht es schon mehr um, auch mehr um die physische Ernährung, welche Tabellen, welche Nahrungsmittel sollte ich weglassen. Eben, ich sage, wir können nicht nur sagen, das und das ist ungesund, sondern wir haben schon früher gelernt, wenn wir sagen, ja, nimm keinen Zucker mehr, nimm keinen Honig mehr, Honig ist auch Zucker, 80% Einfachzucker, wie sieht denn das aus? Dann musst du auch ein Ersatzprodukt anbieten und sagen, dann nimm halt Xylit, Birkenzucker, dann nimm halt Malze, Reismalz, Gerstenmalz und so weiter. Man wüsste, und das ist in diesem Buch halt eine praktische Anleitung. Gut, das heißt, man könnte sagen, diese zwei Bücher, das Injologiebuch ist sozusagen die Grundlage, auch die philosophische, der Rahmen für viele Gebiete, während das andere Buch sehr genau auf Gesundheit und Tipps hingewiesen ist. Ich will dich am Schluss noch Folgendes fragen. Eine Frage, die man vielleicht gar nicht so beantworten kann, aber wir können ja mal trotzdem probieren. Wer bist du eigentlich? Ja, wer bist du eigentlich? Es gibt ja 1000 mögliche Antworten, aber in diesem Rahmen kann ich das so beantworten. Ich bin Teil des unendlichen Bewusstseins. Und ich bin hier auf dieser Erde, um zu lernen und meine Erfahrung zu machen. Genau, du hast vorhin etwas gesagt, Wulfing. In deinem, wie hast du es gesagt, in deinem jetzigen Lebensbereich? Oder? Ja, in der jetzigen Lebensphase. In der jetzigen Lebensphase. Mit 70 sehe ich Dinge auch anders. Habe ich andere Lebenserfahrungen gemacht als jetzt mit 39. Also in der jetzigen Lebensphase, ja, verstehe ich das so. Ich bin Teil des unendlichen Bewusstseins, bin hier auf dieser Erde, um zu lernen, auch um Freude zu haben und mein Wissen zu teilen und anderen Menschen zu helfen. Mir ist das ein Bedürfnis. Ich mache das gerne. Ja. Lieber André, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich sage danke sehr. Ich bin froh, dass du die Geduld gehabt hast, dass wir nochmal einen Anlauf gemacht haben, weil ich am Anfang ja technische Probleme mit meiner kleinen Einrichtung hatte. Ich wünsche dir ganz viel Segen und freue mich, wenn wir uns auch persönlich wieder mal sehen. Danke, gleichfalls, danke.